Herzlich willkommen zurück hier nach Schwandorf ins Horsch Live Studio. Ja, wir sind mittlerweile am dritten Tage von Horsch Live und ich kann euch versprechen, auch heute haben wir wieder super spannende Themen rund um Landwirtschaft und Landtechnik. Mein Name ist Michael Braun. Ich darf euch heute durchs Programm begleiten und immer wieder auch die Fragenrunden nach den Vorträgen moderieren. Ja, nochmal ganz kurz für alle, die neu sind: Was ist Horsch Live? Ein voll digitales Seminar, um einfach hier die Möglichkeit neuer Technik zu nutzen und auf der anderen Seite natürlich auch einen gewissen Ersatz zu schaffen für das, was wir sonst normalerweise physisch machen würden. Es ist immer auch zu den Vorträgen die Möglichkeit, dass ihr Fragen stellt, das einfach in den Chat rein und wir setzen uns dann natürlich mit den Fragen auseinander, entweder schriftlich oder immer an den Anschluss an jeweiligen Vortrag live mit den Referenten. Ja, heute erster Beitrag zum Thema Hacken. Ich glaube, ist eine Thematik, Striegeln, Hacken, also mechanisch Bestandespflege, die die letzten Jahre sehr, sehr intensiv diskutiert wurden, wo sehr, sehr viele Fragen da sind, ein hoher Bedarf auch da ist. Wo kommt das Ganze her? Natürlich von einer Seite getrieben, in einer gewissen Umstellungswelle, konventionelle Betriebe, die biologisch in Zukunft dann wirtschaften, aber auch von Betrieben, die weiter konventionell bleiben und sich trotzdem auseinandersetzen, wie kann ich denn zukünftig ohne Herbizid zum Beispiel einen Bestand sauber bekommen im Falle von Resistenzen oder anderen Einschränkungen. Ja, wir haben jetzt in unserem Vortrag den Moritz Lampe eingeladen zum Thema Hacken im Getreide. Erste Erfahrungen, so ist der Arbeitstitel. Herr Lampe ist Mitbegründer der Weser Bio GbR, ein landwirtschaftlicher Betrieb, der sowohl in Lüneburg als auch in Nienburg Standorte hat. Und der Herr Lampe leitet ganz konkret den Standort in Lüneburg. Dort werden neben Gemüse auch Getreide und Leguminosen angebaut. Und da läuft seit gut einem Jahr ein Horsch Transformer eben in den unterschiedlichen Kulturen. Und ich glaube, das ist einfach mal eine ganz gute Gelegenheit, da tiefer einzusteigen und die ersten Erfahrungen und natürlich auch, wenn es welche gibt, Optimierungspunkte abzuholen. Ich freue mich auf einen spannenden Vortrag und natürlich danach auf eine spannende Diskussion. Ja, hallo, mein Name ist Moritz Lampe, bin Mitbegründer der Weser Bio GbR. Wir haben uns Ende 2017 gegründet und betreiben seitdem Ökolandwirtschaft. Und ich freue mich, dass ich euch heute ein bisschen was zu unseren ersten Hackerfahrungen präsentieren darf. Unser Anbauschwerpunkt liegt im Gemüseanbau, also hacken wir eigentlich alle Kulturen seit Beginn an. Kurz vorweg möchte ich euch allerdings etwas zu unserem Betrieb vorstellen. Und zwar bewirtschaften wir ungefähr 450 Hektar auf zwei verschiedenen Standorten. Davon sind allerdings 150 Hektar für befreundete, benachbarte Betriebe. Wir sind zu zweit. Ich selbst leite den Standort Lüneburg und bin für die Verwaltung und Zertifizierung zuständig. Und mein Kollege leitet den Standort Nienburg und macht die komplette Planung und die Vermarktung vom Gemüseanbau. Der Standort Lüneburg ist eigentlich ein reiner Sandstandort. Wir haben da irgendwo 25 bis 28 Bodenpunkte. Nahezu alles unter Beregnung. Dahingegen ist der Standort Nienburg doch ein bisschen besser. A, hat er keine Steine und zum anderen haben wir dort die Geest und die Marsch. Also wir haben sandige Böden von 20 Bodenpunkten und dann in der Marsch doch auch bis zu 80 Bodenpunkte. Allerdings auch höhere Tonanteile und oft widrigere Bedingungen zum Arbeiten. Beide Standorte haben ungefähr 650 mm Jahresniederschlag, wenn man die extremen Jahre mal außen vor lässt. Und liegen irgendwo 20 Meter über Normal Null. Gut, durch die verschiedenen Standorte ergeben sich doch auch ein paar Vorteile und Nachteile. Zum einen sehen wir unseren größten Vorteil darin, dass wir den Anbau verteilen können und somit eine enorme Risikosplittung haben. Sprich, wenn wir von einem Standort doch von regionalen extremen Witterungsereignissen betroffen sind, dann können wir in der Regel von dem anderen Standort noch liefern. Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein enormer Nachteil, dass die Standorte doch irgendwo 130 Kilometer voneinander entfernt sind, wir viele Maschinen überbetrieblich nutzen und somit doch sehr viel Fahrerei bei uns auf dem Tagesplan steht. Auch gleichzeitig wiederum ein Vorteil, wenn es in der Marsch so nass ist, dass wir nicht mehr arbeiten können, dann haben wir eigentlich irgendwo immer Arbeit. Also wir können dann zur Not in die Geest fahren und wenn es da auch nicht geht, wenn es nun wirklich viel geregnet hat, dann setzen wir auch mal nach Lüneburg um und dann fahren die Maschinen weiter und sind so eigentlich sehr gut ausgelastet. Auf der anderen Seite haben wir noch teure Ernte-Logistikkosten zu tragen, dadurch, dass wir doch viele
Kulturen auch in einem Lager gemeinsam lagern, wie beispielsweise Dinkel im Spelz ist sehr voluminös, da haben wir dann ein Flachlager auf dem Standort Lüneburg. Ja, grob zu den Kulturen, die wir überhaupt anbauen. Also unser Anbauschwerpunkt liegt ja im Gemüseanbau für den Frischmarkt wie auch Industriegemüse. Und da bauen wir verschiedenes Wurzelgemüse an, aber auch ein paar Zwiebeln, Spinat, Kürbisse zum Beispiel. Daneben haben wir dann noch Hackkulturen in 25er Reihe, die heute auch später noch, auf die wir noch genauer eingehen werden. Und das sind bei uns Sommer- und Winterweizen aktuell, Dinkel, Lupinvermehrung und auch Gemüseerbsen, ein paar Ackerbohnen und auch noch ein ganzer Teil Spinat, die wir komplett mit der Hacktechnik in 25 cm nachher bearbeiten können. Daneben machen wir noch ein bisschen Futterbau, also Silomais und Kleegras sind auch feste Bestandteil bei uns im Betrieb. Gut, wir hacken von Beginn an, das liegt vor allem auch am Gemüseanbau, um die Handarbeitskosten doch auf dem minimal möglichen Level zu halten, hacken wir eigentlich alle Kulturen, seitdem wir Ökolandwirtschaft betreiben. Dann stellen wir uns die Frage, warum sollte man hacken, aus anderen Gründen noch. Und da möchte ich doch zuerst einmal auf den Striegel eingehen. Ich denke, der Striegel ist die Basis zur Unkrautregulierung auf eigentlich nahezu jedem Ökobetrieb. Bevor man sich irgendwie überlegt, eine Hacke zu kaufen, hat man sich wahrscheinlich schon lange einen Striegel hingestellt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie der arbeitet vor allem ganzflächig, sprich wir erzielen auch eine Wirkung in der Kulturreihe, was enorm wichtig ist, denn da ist doch die Konkurrenz nachher am größten. Und haben für gewöhnlich sehr hohe Arbeitsbreiten, dadurch bedingt auch eine enorme Flächenleistung und gleichzeitig einen günstigen Arbeitsgang, sodass man sich eigentlich überlegt, wenn das gut funktioniert, wofür brauche ich überhaupt eine Hacke? Wenn wir uns jetzt mal angucken, dass der Striegel allerdings so ungefähr zu 70% nach unserer Erfahrung Unkräuter verschüttet und nur zu 30% rauskämmt. Und für beides muss das Unkraut eigentlich in einem sehr, sehr jungen Stadium sein, am besten noch im Fadenstadium. Sprich, wir müssen sehr früh anfangen mit dieser Arbeit. Desto früher wir anfangen, desto langsamer müssen wir wiederum fahren, um die Kulturpflanze zu schützen, aber desto höher ist eigentlich der Wirkungsgrad von dieser Arbeit. Sprich, wir müssen nach der Aussaat eigentlich den Boden permanent in Bewegung halten mit dem Striegel, häufig fahren, dafür nicht so aggressiv, sondern ein bisschen passiver, weil wir sonst die Kulturpflanze direkt wieder verletzen und uns so eigentlich langsam einen Kulturvorsprung erarbeiten können. Gut, nun ist es leider so, dass man dann am Anfang auch wirklich mal nur 2 bis 3 km/h fahren kann. Ein Beispiel in den Erbsen ist es ganz extrem, wenn die anfangen zu ranken, dann reißt man die nachher auseinander und dann ist die Arbeitsleistung auf einmal doch nicht mehr so groß. Daneben gibt es natürlich noch viele Punkte, die das Striegeln beeinflussen können. Irgendwann wird es nass im Herbst, dann können wir nicht mehr fahren. Oder der Boden ist so schwer wie bei uns in der Marsch, dass wir schon nach wenig Niederschlag eigentlich nicht mehr auf dem Acker kommen. Oder wir haben Kluten, die über Winter noch verwittern und dann ist das Unkraut im Frühjahr, wenn wir wieder auf den Acker kommen, eigentlich schon zu groß für den Striegel. Und da gibt es eigentlich, welcher Grund es auch immer ist, am Ende ist irgendwie immer Unkraut durchgegangen, was der Striegel nicht mehr erfassen kann. Und da ist die Hacke einfach deutlich flexibler in der Zeit. Wir haben den enormen Vorteil, dass wir auch größeres Unkraut noch sauber abschneiden können und dann dadurch zum Vertrocknen bringen. Und auch wenn es nach dem Hacken mal regnet, dann ist es zumindest abgeschnitten und wir können in Kombination mit dem Striegel eigentlich das Unkraut dann wieder in Bewegung halten, bis mal die Sonne scheint und es dann vertrocknet. Genau, ein weiterer Vorteil ist noch von der Hackmaschine ganz klar, dass wenn wir dann auch mal verschlemmte Böden haben zum Beispiel, kann die Hacke auch ein sehr gutes Werkzeug sein, um den Boden wieder aufzubrechen und danach die nötige Feinerde zu haben und losen Boden, um mit dem Striegel gut arbeiten zu können, wo der Striegel alternativ doch viele Brocken aus dem Boden lösen könnte und somit die Kulturpflanze wieder verschüttet, was wir natürlich nicht wollen. Und so fahren wir eigentlich sehr gut mit einer Kombination aus beidem, um nachher insgesamt das Ergebnis zu haben, dass die Kulturpflanze einen ordentlichen Vorsprung vom Unkraut hat und nachher stark genug ist, um dies zu unterdrücken. Von Neuumstellern hört man jetzt häufiger mal, ich habe doch immer guten Pflanzenschutz gemacht, Unkräuter habe ich eigentlich nicht oder nur sehr wenige. Dazu können wir sagen, dass sich das wahre Potenzial das wahre Samenpotenzial im Boden eigentlich erst zeigt, wenn man die Herbizide mal komplett weglassen muss. Und wenn man dann trotzdem ein sehr niedriges Potenzial hat, dann ist das eigentlich ein enormer Vorteil, den man sich irgendwie bewahren sollte. Man wird feststellen, dass das auch nur mit dem Striegel gut geht. Dann geht mal ein Unkraut durch, dann geht mal noch ein Unkraut durch. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass ja viele Unkräuter
5 bis manchmal 20.000 Samen pro Pflanze nachher haben, dann kann ich mir diesen enormen Vorteil durch ein niedriges Samenpotenzial eigentlich ziemlich schnell verbauen. Und einen wirklichen zweiten Versuch haben wir nachher nicht im Ökolandbau. Also es ist eigentlich ein Grund mehr, die Hacke als, man kann es wie eine Risikolebensversicherung für die Ernte eigentlich sehen, dass wenn ich mal ein schlechtes Jahr habe, wo die Bedingungen nicht gut sind, und die letzten 3 Jahre waren nun sehr einfach für den Ökolandbau. Wir hatten eigentlich immer genug Zeit, das Unkraut gut zu regulieren, oft trockene Verhältnisse, und damit konnten wir hohe Wirkungsgrade erzielen. Aber das ist, wenn man mal auf die Älteren hört, nicht der Standard. Und da ist man mit der Hacke auf jeden Fall deutlich abgesicherter. Weiterhin gibt es natürlich auch Nulltoleranzunkräuter, die wir nicht vergessen sollten, wie beispielsweise einen schwarzen Nachtschatten in Erbsen. Ist giftig, lässt sich nicht rausreinigen und kann auch mal dazu führen, dass eine komplette Partie nachher abgestoßen wird. Und dann ist das auf jeden Fall teurer, als der Hackgang es gewesen wäre, wenn wir vielleicht das damit hätten vermeiden können. Ja, ein weiterer Punkt ist natürlich noch, dass auch wenn man jetzt sagt, dass das Unkraut vielleicht in der Kulturpflanze nicht schlimm ist, sollte man sich immer überlegen, wenn es aussamt, kann es mich eventuell zukünftig, wenn ich dann doch nochmal zum Beispiel Zuckerrüben anbauen will, und da kann ich mit dem Unkraut dann deutlich schlechter umgehen, ob es dann nicht auch finanziell nachher ein riesen Nachteil ist, wenn ich nicht von Anfang an die Kulturen wirklich so sauber gehalten habe, wie es denn irgendwie möglich ist. Gut, wenn ich mir jetzt soweit überlegt habe, dass ich schon grundlegend hacken will, dann ist es eigentlich so, dass man doch ein paar mehr Punkte beachten muss, als eine gute Hacke zu kaufen. Und dafür stellen wir uns jetzt mal die Frage, was ist eigentlich das Ziel von unserem Hackgang? Und das Ziel ist ganz klar, dass wir eigentlich einen möglichst großen Teil der Arbeitsbreite gleichmäßig, so flach wie möglich, sauber abschneiden. Also den Boden sauber abschneiden und dann möglichst viele Unkräuter zum Vertrocknen bringen direkt und auch unnötige Wurzelverletzungen vermeiden und genauso wenig neue Unkräuter zum Keimen anregen. Und das muss uns klar sein mit Striegel und Hacke. Wir beseitigen immer Unkraut, aber wir regen auch immer neues Unkraut zum Keimen an. Und desto tiefer ich hacke, desto mehr Unkrautpotenzial kommt wieder nach oben und wird wieder für späteren Ärger sorgen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir eigentlich zwei Arbeitsgänge vorweg ideal planen. Und das ist zum einen die Vorarbeit, die Saatbettbereitung, genauso wie die Aussaat. Bei der Vorarbeit ist eigentlich das größte Ziel, dass der Acker nachher eben sein muss. Also auch wenn man denkt, und mein Acker ist optisch eben, mein Gruber hat das immer eben gemacht, beim Hacken wird man für gewöhnlich eines Besseren belehrt. Und 1, 2 Zentimeter, 3 Zentimeter Unterschied zwischen zwei Reihen, die sind optisch eigentlich nahezu nicht wahrnehmbar. Wenn wir jetzt aber richtig flach hacken wollen, dann wird die Hacke uns nachher doch ziemlich kalt sagen, dass dein Acker doch nicht eben genug ist. Und dann muss ich wieder tiefer arbeiten und dann hole ich wieder mehr Unkraut und all die Probleme, die wir vorhin angesprochen haben. Und vielleicht schafft man das nie perfekt, aber es gibt so ein paar Punkte, die man nach unserer Erfahrung da doch machen kann, die das Ganze ein bisschen ebener werden lassen. Und das ist im Optimalfall, wenn die Geräte zur Vorarbeit eigentlich schon die gleiche Arbeitsbreite haben wie die Drillmaschine, die wiederum natürlich die gleiche Arbeitsbreite wie die Hacke. Und wenn diese Geräte dann noch alle in die gleiche Richtung fahren, bestenfalls in derselben Spur, dass wir alle Spureffekte und alle anderen Effekte von den Geräten nachher eigentlich immer auf demselben Hackschart zusammenlaufen haben, dann kann ich mich eigentlich ideal auf diese Reihe einstellen, weil ich immer dem gleichen Seeschall hinterhergelaufen bin und immer dem gleichen Vorwerkzeug in den Geräten, die zuvor gelaufen sind. Und da haben wir hier mal ein schönes Bild, wo man eigentlich sieht, dass da Nuancen schon entscheiden, ob man hacken kann oder nicht. Wir haben da einen jungen Spinat, der auf der einen Seite schon verschüttet wird von dem Hackschar. In der Mitte läuft es eigentlich nahezu gar nicht und links steht es in der Luft. Sprich, man hätte eigentlich hacken müssen, aber der Hackgang musste wieder abgebrochen werden. Und musste dann später durchgeführt werden, wo das Unkraut wieder im größeren Stadium ist und der Wirkungsgrad damit direkt wieder sinkt. Neben der Vorarbeit ist natürlich noch sehr, sehr wichtig die Aussaat. Wir haben jetzt oft von anderen Ökolandwirten gehört, ich drill im Öko mein Getreide ein bisschen tiefer zum Beispiel, weil wenn ich es ein bisschen tiefer drille, dann kann ich auch noch ein bisschen später blind striegeln und dann habe ich weniger Unkräuter. Und das haben wir nie verstanden, weil eigentlich wollen wir eine möglichst gleichmäßige Saattiefe haben, um einen möglichst schnellen und sehr gleichmäßigen Feldaufgang hinzukriegen.
Denn desto gleichmäßiger und schneller der Feldaufgang ist, desto eher kann ich wieder striegeln und desto geringer sind nachher die Verletzungen in der Kulturpflanze wieder. Und was wollen wir denn damit erreichen? Wir wollen eigentlich, dass das Getreide auch irgendwann mal anfängt zu bestocken, dass es die Reihe dicht macht, dass wir keine Halmbasiskrankheiten provozieren. Weiterhin wollen wir die Energie aus dem Saatkorn, die wir zu Beginn schon haben, wollen wir auch bestmöglich nutzen und nicht verpulvern dafür, dass das Getreide gerade mal aufgelaufen ist und dann direkt auf Wurzelernährung umsteigen muss. Was noch von Vorteil wäre, wäre klar kalibriertes Saatgut. Da ist noch sehr viel Luft im Ökobereich, um einfach noch einen gleichmäßigeren Feldaufgang hinzukriegen mit einer besseren, gleichmäßigeren Verteilung in der Reihe, um auch in der Reihe möglichst die Lücken zu schließen, weil da wieder Licht reinkommt und doch später wieder Unkräuter nicht bekämpfbar durchkommen können. Und dann ist eigentlich unsere Devise, dass wir sagen, lieber ein ordentliches Scheinsaatbett anlegen und den Acker nochmal liegen lassen, vor der Aussaat wieder sauber machen, als dass man tief drillt, um spät noch striegeln zu können. Und hier sehen wir jetzt nochmal ein Scheinsaatbett, wie wir das machen. Und bei dem Acker wurde jetzt gepflügt und dann mehrfach gekreiselt. Der Acker wurde liegen gelassen, Unkraut ist zum Auflaufen gekommen. Und dann wurde kurz vor der Aussaat der Boden nochmal flach abgeschnitten, in diesem Fall allerdings auch mit der Kreiselegge. Und dann haben wir die Aussaat vollzogen und dann drillen wir eigentlich in den unkrautfreien Bestand, wo schon viel Samenpotenzial aufgelaufen ist. Gerade Ackerfuchsschwanz, der im Oktober noch aufläuft und dann kommen wir irgendwann Anfang November. Diese Böden halten jetzt auch gutes Wasser, das ist hier in der Marsch. Ein leichter, milder Marschboden noch. Und da drillen wir dann unser Getreide in diesem Verweizen auch einfach auf 2 Zentimeter angedrückt, so wie wir es mal konventionell für den optimalen Feldaufgang auch gelernt haben. Da machen wir jetzt dann im Ökobereich nichts anderes und wollen die optimale Entwicklung der Pflanze eben erzielen. Da sehen wir jetzt noch unsere Drillmaschine, mit der wir das machen. Da ist vielleicht noch besonders, dass das eine Version der Taro ist, wo wir keine weitere Bodenbearbeitung mit integriert haben. Das heißt, vorne wird ein Fronttank runtergelassen, der auf seinen Rädern läuft, um das Gewicht von der Achse zu nehmen. Dann kommt der Trecker solo eigentlich, der die Drillmaschine zieht. Und die hat nur noch einen Crossbow drin, macht den Acker nochmal eben und einen Spurlockerer, mit dem wir dann auch nochmal die Spuren von der Vorarbeit auflockern, weil wir ja immer in die gleiche Richtung mit der gleichen Arbeitsbreite gefahren sind. Und so, denke ich, kriegen wir ein schön ebenes Bild nachher, ein ebenes Arbeitsergebnis hin, wo wir dann nachher ideal später Unkraut regulieren können mit Striegel und Hacke. Und wenn man das alles so befolgt, merkt man auch, dass man tatsächlich bestimmt noch mal 10-15% schneller fahren kann, ohne dass die Schare permanent irgendwo sich anderen Bedingungen stellen müssen. Hier habe ich euch noch mal ein Video mitgebracht, wo wir auch eine nicht so gute Vorarbeit gemacht hatten. Der Acker wurde geflügt und gleich reingedrillt. Und da sehen wir eigentlich, dass doch das Getreide schon sehr bewegt wird durch die Erdbewegung. Und das sieht alles ein bisschen wüst aus, das geht noch gerade so. Aber da drohte auch schlechtes Wetter, also war langsamer Fahren auch keine Option. Und das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel. So sieht es dann aus, wenn wir dann eben doch nur jede zweite Reihe im Parallelogramm haben, der Acker schlecht vorgearbeitet wird, müssen wir eigentlich deutlich langsamer fahren und haben auf jeden Fall ein schlechteres Arbeitsergebnis am Ende. Was wir hier allerdings auch sehen können, ist, dass das Hacken trotzdem möglich ist. Die Kamera erkennt es eigentlich alles ganz gut und wir können auch Geschwindigkeiten von 10 bis 12 km/h noch realisieren, wenn es denn mal zeitlich drängt und wir wirklich handeln müssen. Ist es trotzdem noch möglich. Also es ist nicht unmöglich, dann zu hacken. Was wir weiterhin sehen, wir haben jetzt Schmalspurbereifung auf dem Schlepper und fahren uns unsere Fahrgassen einfach rein, hacken regelmäßig und akzeptieren einfach nachher diesen Freiraum. Wenn wir die Vorbereitung nun ideal abgeschlossen haben, dann sollten wir uns doch überlegen, was stelle ich eigentlich für Anforderungen an meine Hacke und an den Traktor? Das muss ein gut eingespieltes Team sein. Und da ist unsere Meinung ganz klar, um optimales Arbeitsergebnis zu erzielen, müssen wir pro Drillreihe ein Parallelogramm haben, um eben optimal in der Tiefe das Hackschaft führen zu können und nicht tiefer hacken zu müssen, als es eigentlich erforderlich ist. Hier sehen wir jetzt hier mal 2 Bilder, wo man das vielleicht ganz gut sieht. Und der erste Unterschied ist, wenn man einen 50er Parallelogramm mit 25er Hackscharen hat, dann haben wir eigentlich immer den Effekt, dass wir irgendwo 20% langsamer fahren müssen, weil dann ein Schar doch einen Tucken tiefer laufen muss, damit das andere nicht über der Erde ist und schon bringen wir wieder mehr Erde in Bewegung und damit verschütten wir wieder viel schneller
einzelne Reihen, andere Reihen wieder nicht. Und so haben wir wieder direkt eine ungleichmäßigere Entwicklung der Kulturpflanzen. Weiterhin ist unser Motto eigentlich, der letzte Zentimeter ist wichtig. Wir kaufen hier auch teure Hacktechnik und sonstige Schleppertechnik und so weiter. Und dann möchten wir auch das Bestmögliche da herausholen. Und da haben wir jetzt mal als Beispiel hier zum Beispiel ein Extrem im Spinat mit 22 cm Hackmessern und 25 cm Reihe. Und um das hinzukriegen, bedarf es auf jeden Fall dieser Devise ein Parallelogramm pro Reihe. Das ist mit einem anderen System eigentlich nicht mehr möglich. Was man dabei nicht unterschätzen darf, ist jedoch die Einstellung, die es bedarf, um am Ende die letzten Zentimeter rauszuholen. Jeder kann mit einem 16er Hackschein einer 25er Reihe losfahren und sagen, das funktioniert ja ganz wunderbar. Aber 18 cm ist auch noch kein Problem, bei 20 wird es dann echt knifflig. Es ist jedoch möglich, also sollte man sich selber die Frage stellen, ob ich nicht auch alles rausholen will aus der Technik, die ich nun auf dem Hof stehen habe. Und diesen zeitlichen Bedarf darf man einfach nicht unterschätzen, um das einmal an diesen Punkt zu bringen. Von daher ist es für uns ganz klar, dass es optimal ist, wenn man pro Drillmaschine eigentlich eine Hackmaschine hat. Wenn ich jetzt anfange und gehe dazu über, dass ich sage, ich nehme jetzt eine Drille, mit der ich auf 50 cm Rüben hacke und dann Getreide, dann kann ich sicher sein, dass die Feineinstellung immer wieder kommen wird. Ich werde dieses Parallelogramm 2 cm nach rechts stellen müssen, das nächste wieder 1 cm nach links. Und dann sollte ich mich selber fragen, ob ich das nachher mache oder ob ich das dann einfach bei dem normalen 16er oder 18er Schabel lasse und die letzten Zentimeter einfach sich selbst überlasse. Und noch schwieriger ist es, wenn nachher die Zeiten sich überschneiden, dass ich eine Hacke für verschiedene Kulturen habe, würde jetzt eigentlich gerne nochmal ein Distelnest im Getreide hacken, kann ich aber nicht, ist ja alles schon auf Zuckerrüben umgebaut. Und aus unserer Erfahrung ist man dann einfach, geht man dazu über, das einfach nicht zu machen. Der nächste Punkt ist, was ist, wenn ich das jetzt einem Lohnunternehmer abgebe, stellt sich für mich die gleiche Frage. Wie viel Zeit kann der aufbringen, sich an jeden Landwirt ideal anzupassen? Das ist gar kein Vorwurf, aber nach unserer Erfahrung ist es dann einfach ein Kompromiss. Oder ich muss eben das ganze Verfahren vom Drillen bis zum Hacken insgesamt abgeben. Bei diesem ganzen Thema Anforderungen ist eigentlich eins gesetzt, das ist bei uns das RTK-GPS-System. Denn ohne RTK-GPS-System fehlt mir einfach die Zeit, um mich auf die Hacke zu konzentrieren. Und das sollte ich machen, dass ich merke, wo ich noch was einstellen oder verbessern kann. Oder auch einfach nur, um festzustellen, dass alles gut funktioniert. Und mit RTK ist auch das Thema Anschlussfahrten. Wenn wir jetzt das Bild hier zum Beispiel sehen, ist es doch schwierig, mit dem Auge jedes Mal die richtige Anschlussreihe zu treffen. Wenn ich mir jetzt die Zeit nehme und stelle meine RTK einmal so ein, dass die ganzen Versätze und so weiter vom Drillen an optimal eingestellt sind, dann ist es nachher ein Knopfdruck. Da muss man sich halt einmal die Zeit für nehmen und dann funktioniert es auch. Oder ich gehe dazu über und sage, ich drill gleich Fahrgassen. Verschenkt natürlich eventuell wieder Ertrag. Oder ich sage, ich hacke eh so oft, dass ich Fahrgassen drille, damit ich den Zwiewuchs begrenze. Und selbst dann ist es noch mit einem vernünftigen GPS-System deutlich entspannter, als dass ich probiere, vorne noch mit der Hand zu steuern und hinten habe ich ja eine Kamera, die wird das schon machen. Aber jede Querbewegung bringt eigentlich auch die Hacke hinten durcheinander und die Kamera muss permanent entgegensteuern. Noch ein Punkt, wo man das extrem merkt, ist, wenn ich einen sehr guten, dichten Bestand habe zum Beispiel, dann kann es auch sein, dass eine Kamera mal ausfällt, wenn da noch Unkraut ist, dann ist für die alles grün. Nun ist die aber so programmiert, dass sie normalerweise ihren letzten Erkennungspunkt beibehält, weiter geradeaus fährt. Habe ich jetzt ein RTK-System drin, fährt der Schlepper geradeaus, ich muss eigentlich gar nicht langsamer werden, er erkennt nach ein paar Metern wieder einen Punkt, stellt sich wieder ein und so kriege ich es dann trotzdem hin, noch vernünftig zu hacken. Noch ein spezielles Thema ist vielleicht das Hacken an der Vorwand. Da wird schon jeder, der das kennt, mal verzweifelt sein. Section Control ist, denke ich, Standard heutzutage. Ganz einfach, weil wir sonst anfangen, dass wir einmal raushacken, einmal querhacken und schon haben wir wieder relativ viel Licht in diesem Teil, wo Spätverunkrautung eigentlich wieder ein leichtes Spiel hat. Und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich auch die Zeit nehmen, das einmal vernünftig einzustellen. Und an der Vorwand ist noch unsere Empfehlung, am einfachsten ist es wirklich Fahrgassen zu drillen. Oder ich sage, ich drille gerade Spuren und akzeptiere eine kleine technische Vorwand, die ich mir sauber halte. Weil Kurvenfahrten hacken ist mit breiteren Hackscharen eigentlich nahezu nicht möglich. Oder ich muss extrem langsam fahren und eben in der Fahrgasse arbeiten. Unsere Erfahrung dazu soweit. Dann haben wir noch das Thema Bauweise. Bauweise ist
auch schwierig. Es gibt ein paar Hersteller, die sagen, wir haben hier ein super flexibles Modell, wir haben einen separaten Verschieberahmen, da kannst du jede Hacke anbauen, egal wie alt sie ist, da ist eine normale Dreipunkt dran, da ist eine Kamera dran, das geht genauso gut. Unsere Erfahrung ist, über 2 Dreipunktaufnahmen hintereinander haben wir einen ziemlich langen Hebel nach hinten, der gerade bei höheren Geschwindigkeiten nachher die ganze Hacke so ein bisschen in Instabilität bringt und damit geht schlussendlich auch ein bisschen Präzision verloren. Da ist auf jeden Fall eine integrierte, kompakte Bauweise doch deutlich im Vorteil. Und gerade bei größeren Arbeiten wird sich das dann noch extremer zeigen. Und weiterhin ist eine klare Anforderung an die Hacke, dass sie übersichtlich sein muss. Also ich muss viel einstellen, das kostet Zeit, das kostet Nerven. Und bestenfalls klemme ich mir auch nicht allzu oft die Finger dabei. Also muss es übersichtlich sein und gut zugänglich. Und ich muss irgendwo schnell wiederkehrend meine Einstellung finden. Es ist ganz normal, dass mein Hackschar kaputt geht. Das wird auch immer wieder passieren. Aber ich möchte keine Madenschrauben oder Gewindestangen haben und muss dann irgendwas in diesem Bereich auf einen Millimeter genau wieder zurück einstellen und verbringe dann 20 Minuten damit, einen Hackschar zu wechseln. Nein, ich möchte es abschrauben, ich möchte ein neues dranschrauben. Ich möchte wissen, okay, dieses Loch ist meine Einstellung und ich möchte weiterfahren. Ich möchte meine Tagesleistung an diesen wenigen guten Tagen, die ich habe, weil es morgen wieder regnet, möglichst effizient nutzen und möglichst viel Fläche auch schaffen. Ist denn Hacken wirklich nur was für Biolandwirte? Auch eine interessante Frage. Und da habe ich mal so ein paar Fragen, die ich gerne in den Raum stellen würde. Zum Beispiel resistente Ungräser im Getreide, vor allem Ackerfuchsschwanz, denke ich, vielerorts bekannt. Und da haben wir letztes Jahr mal so einen kleinen Versuch gemacht mit einem befreundeten konventionellen Nachbarbetrieb. Haben wir dem mal einen Stoppelweizen in 25 cm Reinabstand gedreht und gesagt, komm, wir probieren das einfach mal. Er hat ganz normal seinen Pflanzenschutz durchgeführt, auch mit Atlantis im Frühjahr und das volle Programm. Und dann sind wir relativ spät, wie es gerade so reinpasste, mal mit einer Hacke irgendwo Ende des Schossens in den Bestand gefahren und haben einfach einen Hackgang mit 16er Messern in einer 25er Reihe durchgeführt, ohne groß Einstellungen zu machen. Einfach nur mal so eine Bahn, um mal zu gucken, ob wir nachher doch einen sichtbaren Unterschied erzielen. Und wenn wir uns das Bild angucken, dann denke ich, dass man da auf jeden Fall einen guten Unterschied sieht. Und unter den Voraussetzungen, dass es wirklich nur ein 16er Messer mit einem sehr späten Hackgang war, wo der Fuchsschwanz schon sehr gut bestockt war, haben wir da, denke ich, überraschend gute Ergebnisse erzielen können und sind schon interessiert daran, auch mal auszuprobieren, wie es ist, wenn man da wirklich sagt, komm, ich plane das mal gleich ohne Frühjahrsspritzung und nur mit Hacken und nehme dann nicht ein 16er Messer, sondern mal ein 18er oder ein 20er und schaue mal, ob ich damit nicht sogar besser bin als mit dem Pflanzenschutz, der ja gleichzeitig auch wieder Ertrag kostet. Und das ist, denke ich, noch ein sehr interessanter Themenpunkt, der noch zu wenig ausprobiert wurde einfach. Und ein weiterer sehr interessanter Punkt ist, denke ich, Altraps in neuem Raps. Wie ertragswirksam ist das wirklich? Wissen wir das eigentlich oder akzeptieren wir das? Weil nachher war der Ertrag ja eigentlich nie so ganz schlecht und das geht schon irgendwie. Könnte man, denke ich, auch noch viel ausprobieren. Und ein ganz anderes Thema wäre zum Beispiel noch die Mitteleinsparung zukünftig, wenn wir uns mit dem Thema Bandspritzung plus Hacken, aber unabhängig voneinander zum optimalen Zeitpunkt eine Bandapplikation durchführen und in Kombination dazu zu optimalen Tagen nochmal einen Hackgang durchführen. A, die Mitteleinsparung, die ich damit erzielen kann. B, wie ist es denn mit der zulässigen Aufwandmenge von Herbiziden zum Beispiel? Nur so als Frage gestellt, die könnte ich ja auch konzentrieren auf einen viel kleineren Bereich, weil ich sage, nein, aus meiner Erfahrung müsste ich da eigentlich so und so viel Wirkstoff anwenden, was ja dadurch eventuell auch wieder möglich werden würde. Und grundlegend ist das Hacken, denke ich, zukünftig einfach eine Absicherung beim Wegfall von Herbiziden oder wenn Herbizide mal nicht so gut wirken, weil die Bedingungen einfach nicht gut waren. Und wenn ich dann sowieso durchs Getreide, durch die Rüben vielleicht doch eine Hacke dann noch mit dem Nachbarbetrieb zusammen zum Auslasten kriege, kann ich da doch viele gute Effekte mit erzielen, denke ich, zukünftig. Und nochmal zu dem Bild zurück, wenn man da jetzt sieht, dass der Fuchsschwanz da so stark reduziert wurde, da würde ich auch klar sagen, da lohnt sich vielleicht auch eine Hacke für Rüben und für Getreide, wo wir nur sowas erreichen wollen und jetzt nicht zu 100% nur auf die Hacke angewiesen sind, sondern trotzdem noch den Pflanzenschutz in der Hinterhand haben, ist das, denke ich, vielleicht auch erstmal für den Anfang eine gute Kompromisslösung zu sagen, ich hacke jetzt erstmal mehrere Kulturen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und schaue mal, ob ich damit nicht einen guten Erfolg erzielen kann. Gut, zu guter Letzt wünsche ich mir auch einige Punkte bei der Hacktechnik noch für die Zukunft. Zum einen, die Kameratechnik ist gut, wird jedes Jahr deutlich besser gespült, aber
ist immer noch nicht am Ende. Also wenn wir in Richtung 20er Hackmesser, 22er gehen, dann steuern wir die für gewöhnlich noch mit der Hand. Das heißt, da sitzt hinten ein zweiter Mann drauf und hat einen Joystick in der Hand. Und ich denke, dass das schon möglich sein sollte heutzutage, dass die Kameratechnik uns diese Arbeit abnimmt und wir doch immer weiter an die Kulturpflanze rankommen, ohne diese zu verletzen. Und da ist, denke ich, noch ein größeres Potenzial, was noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Weiterhin Einstellung der Hacken ist eigentlich noch recht aufwendig. Also man braucht echt lange, um eine Hacke auf die Kultur anzupassen. Deswegen sagte ich auch, am besten ist eine Hacke für eine Drille. Und ansonsten verzweifelt der Chef eigentlich regelmäßig und klemmt sich noch des Öfteren die Finger ein. Und da ist noch viel Potenzial, vielleicht die Hacke. Das sind ja immer nur die letzten Zentimeter, die eingestellt werden müssen, ob man in diesem Bereich noch was entwickeln kann, was mir möglich macht, die letzte Feineinstellung unkompliziert zu verändern, wodurch es ja vielleicht auch wieder möglich wird, mit einer Hacke irgendwo mehrere Reihenweiten abzudecken. Das ist nur eben aktuell einfach noch nicht der Fall. Ja, und da wünsche ich mir einfach für die Zukunft, dass in dem Bereich noch was kommt. Ein interessantes Thema ist, denke ich, noch so ein bisschen der letzte Hackgang. Irgendwann ist die Kulturpflanze zu hoch. Vielleicht müssen wir noch mehr ausprobieren im Bereich Versiegelung mit Untersaaten, dass ich mit dem letzten Hackgang noch eine Untersaat vernünftig in den Bestand ausbringe, die mir dann über einen schnellen Feldaufgang vielleicht Spätverunkrautung noch reduziert und im Sommer auch gleichzeitig dann als Zwischenfrucht dienen kann und so weiter und so weiter. Das ist, denke ich, noch so ein Gebiet, wo wir noch am Anfang stehen und noch viel ausprobieren sollten. Und das ist auch mein Rat eigentlich an alle, dass wenn man sowas macht und Ökolandwirtschaft, also den Betrieb umstellt und sich dem auf das einlässt, dass man einfach irgendwie sagt, komm, 5 Hektar, was auch immer, da probiere ich jetzt einfach mal aus, was ich mir vorgestellt habe. Und wenn ich meine, dass ich im Streis striegeln muss, dann striegel ich halt im Kreis und dann probiere ich es einfach aus, weil nur so kommt man, glaube ich, aktuell zu diesen neuen Erkenntnissen, wie es dann wirklich für meinen Standort richtig gut funktioniert. Da gibt es noch irgendwie keine Lehrbuchanleitung. Das muss auf jeden Standort individuell in die Fruchtfolge passen und da muss einfach noch viel mehr ausprobiert werden, ohne Angst davor zu haben, dass der Nachbar einen irgendwie auslacht. Das ist relativ egal eigentlich. Gut, das dazu. Vielen Dank soweit. Ich freue mich noch auf eine interessante Fragerunde und eine unterhaltsame Diskussion mit viel Erfahrungsaustausch und habe mich sehr gefreut, euch einen ersten Einblick in unsere Erfahrung geben zu dürfen. Ja, vielen Dank an der Stelle erstmal. Ich denke, ein sehr, sehr spannender Einblick in die ersten Erfahrungen mit der Hacktechnik. Wenn ich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, was uns der Herr Lampe an die Hand gegeben hat, ist es natürlich schon so, dass ich, wenn ich mit Mechanik arbeiten möchte, natürlich gewisse Erfahrungen, einen gewissen Erfahrungsschatz sammeln muss für den jeweiligen Standort, weil es natürlich so, jeder Boden reagiert anders, jede Fruchtfolge reagiert etwas anders. Auf der anderen Seite natürlich auch schön rausgearbeitet, die Chancen des Ganzen mechanisch eingreifen zu können. Auf der einen Seite natürlich potenziell vielleicht auch der Kultur tatsächlich etwas weniger Schaden zuzufügen, wie wenn ich es flächig mit chemischen Maßnahmen das Ganze abdecken würde. Oder auf der anderen Seite, Altraps jetzt nochmal rauszitiert aus dem Vortrag, natürlich auch die Chance zu haben, eine andere Kultur oder die gleiche Kultur rausnehmen zu können und mir dadurch einen Ertragsfortschritt zu generieren. Wo ich natürlich sehr, sehr genau hingehört habe als Vertreter eines Herstellers, die Änderungswünsche oder die Ausbauwünsche für die Hacktechnik. Ich glaube, auch da steckt jede Menge Potenzial für die Zukunft noch drin. Ja, jetzt möchte ich den Herrn Lampe direkt hier im Studio begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, dann gleich mal die erste Frage, so von Landwirt zu Landwirt. Herr Lampe, wie sieht es denn aktuell im Feld draußen aus? Sind Sie gut durch den Winter gekommen oder vielmehr Ihre Kulturen gut durch den Winter gekommen? Doch, mit der warmen Witterung sind wir aus dem Winterschlaf wieder erwacht und sind wieder voll auf dem Feld im Einsatz. Tatsächlich so, dass wir jetzt die ersten Möhren wieder drillen und die letzten Pastinaken werden wir nächste Woche noch roden, hoffentlich. Und so schaltet man eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so richtig ab in den Winterschlaf. Aber jetzt ist die Freude groß, das Wetter passt, es geht endlich wieder los. Genau, das gab ja die ganz natürliche Reaktion, wenn die Sonne da ist, dass man wieder raus will aufs Feld und schauen, dass man vorwärts kommt. Genau. Ja, das stimmt. Ja, wir haben zu Ihrem Vortrag ein paar Fragen bekommen, die würde ich jetzt gerne einfach mit Ihnen durchgehen. Also Frage 1 gab es auch noch in Richtung Verständnisfrage. Bis zu welchem Stadium kann man denn nach Ihrer Erfahrung auch in den Weizen reinfahren mit dem Hackgerät oder sinnvoll reinfahren mit dem Hackgerät? Ja, das liegt natürlich auch an mehreren Faktoren. Zum einen
wie hoch ist mein Bestand geworden, wie viel Dünger habe ich eingesetzt. Unsere Erfahrung ist so ganz grob, dass wir bis zum Farnblattstadium schon hacken und nachher zum Ähren schieben, um die Ähre zu schonen, wenn es möglich ist, das dann weglassen. Sollte zu viel Kraut spät noch kommen, fangen wir dann an, dass wir trotzdem nochmal Nester hacken. Ganz flächig würde ich sagen, ungefähr Farnblattstadium. Dadurch, dass wir jetzt keine Wachstumsregler einsetzen, haben wir eigentlich eine Pflanze, die immer noch relativ flexibel ist und nicht so steif wie konventionell in dem Stadium. Und da haben wir jetzt eigentlich keine Schäden mit beobachten können bisher. Reihenabstand von 25 cm, würden Sie das so einschätzen, dass das aktuell der beste Kompromiss aus Ertragsfähigkeit und trotzdem der Scheiß einer mechanischen Pflege ist? Ja, ich denke, 25 cm hat mehrere Vorteile. Zum einen kann man das optimal hacken. Und also desto mehr Reihen wir haben, desto mehr Fläche habe ich auch an der Kulturreihe, die ich wieder nicht hacke. Mit jeder Reihe mehr habe ich wieder die paar Zentimeter, die überbleiben. Zum anderen sehen wir auch einen großen Vorteil in der schnellen Abtrocknung der Blattfläche. Sprich, die Bestände, meinen wir, trocknen schneller ab und werden dadurch auch schlechter krank, beziehungsweise später. Die Blattnässedauer ist einfach nicht mehr so lang. Und das sehe ich eigentlich als fast genauso wichtig an wie die optimale Hackeinstellung. Um hier im Prinzip auch im biologischen Bereich Pflanzengesundheit weiter zu fördern, weil ich halt hier weniger Möglichkeiten habe, unmittelbar eingreifen zu können. Genau, ich kann höchstens viel düngen und dann habe ich eine kranke Pflanze und kann nachher trotzdem wenig ernten. Und das wollen wir natürlich bestmöglich vermeiden, wie es uns möglich ist. Bei den 25 cm Hackbreite würde mich nur interessieren, haben Sie Erfahrungen mit Scharbreite gemacht, zu sagen, ich starte mit der Breite und werde dann im späteren Stadium breiter oder schmäler? Ja, tatsächlich ist das so. Also wir fangen eigentlich möglichst breit an und werden im Laufe der Kulturdauer immer schmaler nachher. Das liegt dann vor allem daran, dass irgendwo die Wurzelentwicklung sich ausbreitet und wir nachher Wurzelverletzungen vermeiden wollen. Und dadurch bedingt enden wir nachher irgendwo bei einem 18er, manchmal 16er Schar tatsächlich. Da drängt sich natürlich die nächste Frage förmlich auf. Wie oft fahren Sie denn aktuell durchs Getreide? Ah, da gibt es eigentlich auch keine, das ist auch nicht immer gleich. Wir fahren so im Schnitt, schätze ich, zweimal durch. Man wäre letztes Jahr durch diese trockene Witterung, beziehungsweise vorletztes Jahr ja auch mit einmal, denke ich, ausgekommen. Je nachdem, wie oft der Regen fällt und wie viel Glück ich mit meinem Hackgang habe, wenn ich jetzt hacke und morgen regnet es dann, ohne dass es angesagt war, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nachher doch wieder viel anwächst und Neues zum Aussamen kommt und ich mich dann irgendwo eine Woche später wieder beim Hacken finde. Wenn ich Glück habe und es vertrocknet alles, wir haben sowieso sehr trockene Witterung, dann kann es durchaus sein, dass ich auch mit einem Hackgang schon erfolgreich bis zur Ernte durchkomme. Nehmen wir mal an, es wird wieder nässer, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch bis zu viermal hacken ungefähr. Im Herbst haben wir bisher eigentlich selten gehackt, da haben wir mal primär gestriegelt und konnten bisher auf die Hacke im Herbst eigentlich verzichten. Was denken Sie, wie viel Tage trockenes Wetter nach so einem Hackgang braucht man, um wirklich einen vernünftigen Bekämpfungserfolg hinzubekommen? Kommt natürlich viel darauf an, ob ich eine gute Hacke gekauft habe und ob ich diese auch gut eingestellt habe. Also wenn ich nun zu tief hacke, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass ich wieder ein Anwachsen der Unkräuter habe. Wenn es jetzt super flach abgeschnitten ist, die Entwicklung des Unkrauts ist noch nicht so weit, dann reicht da durchaus auch ein Tag Sonne aus, um die Wurzeln zum Vertrocknen zu bringen, wenn die oben an der Oberfläche frei liegen und keinen großen Erdballen mehr anhaftet an den Pflanzen. Ja. Da hätte ich noch eine Frage parat zum Thema Unkrautspektrum. Ist jetzt natürlich eine hypothetische Frage nach dem ersten Jahr, aber gehen Sie davon aus, dass sich das Unkrautspektrum auf dem Standort verändert bzw. erhöht durch eine biologische Bewirtschaftung? Durchaus, ja, doch. Also so viel Erfahrung haben wir dann ja auch noch nicht in unseren paar Jahren, aber ich kann mir das jetzt schon sehr gut vorstellen, dass sich das Spektrum verändern wird. Wir stellen bisher fest, dass sich gerade die Unkräuter, die in den weiteren Reihen als Getreide fest etablieren, nachher sehr schnell
zu einem höheren Samenpotenzial gelangen, wie zum Beispiel der schwarze Nachtschatten macht schnell große Probleme und kommt immer aus seiner Wurzel immer wieder hier raus und dann ja, eigentlich grundlegend alles, was in weiten Reihen ist, 45 Zentimeter wo, oder 75 Zentimeter, wo lange viel Licht rankommt, wenn da Unkräuter aussammeln, dann werden die doch übergreifend in allen Kulturen irgendwann schnell zu einem Problem. Also Getreide, alles, was auf 25 ist, da habe ich eigentlich irgendwann eine gute Bodenbedeckung der Kulturen und kriege die Unkräuter, meine ich, noch besser in den Griff als in alle Kulturen, wo eigentlich bis zur Ernte hin nachher noch Licht reinkommt. Jetzt sehe ich gerade mal eine Frage nochmal aus dem Chat bekommen. Geht es um weitere Reihenabstände, also hier konkret 45 oder weiter? Haben Sie Erfahrung, was da die sinnvollste Scharanordnung ist, um dieses, ich sag mal, im Durchschlängeln von besser etablierten Kräutern oder Gräsern zu vermeiden? Haben Sie da Erfahrung gesammelt? Ja, wir hacken natürlich in 75 cm viel mit spezieller Gemüsehacktechnik und dann haben wir verschiedene Hackgeräte, die einmal dicht an der Reihe hacken und dann noch einmal dazwischen. So gesehen haben wir eigentlich verschiedene Geräte für diese verschiedene Anordnung. Ich würde mir jetzt vorstellen können, dass es dann so ist, dass ich eigentlich ja ein Parallelogramm bei 45 und 75 habe und dann muss ich irgendwo dicht an der Kulturpflanze die Schare optimal in der Höhe anpassen und in der Mitte eigentlich mit dem Lochraster irgendwo einen Tuck tiefer gehen. Ich denke, in den Kulturen ist es auch leicht spät, nochmal diesen Zwischenraum, der genau zwischen den Reihen ist, auch spät nochmal zu erfassen, wenn da dann doch wieder was anwächst. Da würde ich doch primär irgendwo darauf das Augenmerk legen, möglichst dicht an der Kulturpflanze die optimale Einstellung zu finden. Und dann einfach über die, ja, bei der Horsch gibt es ja so ein Lochraster, wo ich dann grob einen halben Zentimeter oder Zentimeter tiefer kann mit den anderen Scharen. Und darüber würde ich das dann ausgleichen. Um im Prinzip außen die Kulturpflanze, das Wurzelsystem nicht zu sehr zu beeinträchtigen, aber damit einfach, um sicher tief genug zu sein. Oder weil eben an der Kulturpflanze am ehesten noch spät Probleme entstehen, die ich nicht mehr beheben kann. Alles, was desto weiter es weg ist von der Kulturpflanze, desto einfacher fällt es mir eigentlich, das später nochmal zu bereinigen, das Problem. Gibt es aus Ihrer Sicht so ein Mindestmaß an Überdeckung der Schale, dass ich sage, den Bereich muss ich auf jeden Fall doppelt schneiden? Ja, die sollten auf jeden Fall einen Teil doppelt überschneiden. Das Schar bewegt sich ja auch ein Stück weit irgendwo. Es ist ja nicht ganz steif so gesehen. Wie viele Zentimeter das jetzt sind, das sollte man wahrscheinlich, also hier auf dem Sand bei uns, da muss es wahrscheinlich gar nicht viel überlappen. Desto schwerer der Boden ist, desto mehr wird das Schar nach hinten gedrängt, desto eher passt die Form nicht mehr zum ganz geraden Schneiden und desto mehr müsste es überlappen. Ja. Direkte Erfahrung haben wir damit jetzt noch nicht gesammelt. So eine Hacke werden wir wohl erst ab nächsten Jahr haben für Kulturen wie Mais und ähnliches. Aber ich denke mal, wie viel überlappen sie jetzt? Das müsstest du ja ganz gut wissen. 4, 5 Zentimeter, sowas schätze ich. Genau, so in Größenordnung 5, 6 Zentimeter sind es, aber deckt sich eigentlich mit unseren Erfahrungen zu sagen, umso schwerer der Boden ist, umso mehr Gegenwehr er auch bietet für die Schare, umso wichtiger ist natürlich auch das Überdeckungsthema, weil einfach mal ein Schar seitlich ausweicht oder nach hinten etwas ausweicht. Und da ist natürlich das Überdecken wichtiger, sicher wie auf dem Standort, wo der eher schön durchs Gerät läuft, mit recht wenig Widerstand. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich nicht eine doppelte Überlappung, das wäre dann wohl doch auch übertrieben und kostet auch viel Verschleiß wieder und wäre dann auch kein besserer Erfolg dadurch, schätze ich. Ja, okay. Jetzt habe ich noch eine Frage, ich stelle sie mal, und zwar geht es da um Hanglagen. Jetzt kann ich nicht 100% einordnen, wie weit Sie Erfahrung am Hanglagen sammeln haben können, aber der Nutzer fragt, wie weit Hänge, Hangdrift ausgeglichen werden kann, weil am Ende geht es ja doch um jeden Zentimeter, haben wir gelernt, an der Kultur. Ja, da kommen wir eigentlich zu dem Thema mal kurz zurück, was ich angeschnitten hatte, die kompakte Bauweise. Desto kompakter die Bauweise der Hacke ist, desto besser ist es eigentlich möglich im Hang. Oder Hang und Kurvenfahrten merken wir es auch, wenn wir dann mit breiten Scharen in der Kurve oder am Hang fahren und ja, im Endeffekt der Schleppe sich leicht schräg stellt in extremen Hängen. Und dieses ganze Schlepper-Hackgespann eigentlich nicht mehr ganz gerade laufen kann durch die Hänge. Dann merken wir zum einen, dass wir mit den Hackmessern vermutlich ein bisschen schmaler werden müssen, weil wir uns das wie so einen langen Weg vorstellen müssen und hinten läuft es ein bisschen schräg und sonst würde man relativ schnell die Kulturpflanzen verletzen. Und da ist gerade bei der Horsch der enorme Vorteil, dass sie sehr kurz gebaut ist und desto kürzer diese Bauweise nun ist, desto besser kann ich dann trotzdem im Hang arbeiten. Und da auch ganz klar diese Stabilisierungsräder, die vorne laufen, nicht irgendwelche Gummiräder nehmen, die dann noch ins Walgen kommen, sondern dann schön diese Scheiben, die sich so ein bisschen im Boden schneiden und da eigentlich nochmal die Hacke grundlegend stützen, dass sie sich hinten, wenn sie arbeitet, unabhängig vom Schlepper macht. Dass sie dadurch Stabilität erlangt, die, denke ich, in der Hanglage
essentiell ist nachher. Und ein direktes Lenkverhalten, das ist also 1 zu 1 wird der Seitenschieberahmen dann auch stabilisiert. Mhm. Genau, und dann muss ich vielleicht 2 cm mit dem Hackschau runtergehen und dafür kann ich dann trotzdem noch gut hacken. Dann. Ich habe noch eine Frage, da geht es jetzt eher ums Bestellverfahren. Die Frage ist hier, ist das Scheinbestellverfahren, ist das Ihr Standardwerkzeug auf allen Flächen oder gibt es da ein Auswahlkriterium zu sagen, hier machen wir es, hier lassen wir es eher bleiben? Ja, so wie immer in der Landwirtschaft, ist es ein angestrebtes Standardverfahren. Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei einer späten Ernte können wir es dann auch nicht oft realisieren, wenn der nächste Aussaattermin zu spät werden würde, dann kommt doch mal die schnelle Variante und dann arbeiten wir eigentlich so, dass wir dann ackern, vorarbeiten und direkt drillen, sehr kurz hintereinander. Und normalerweise streben wir das an oder eben das Scheinsabbett, wenn es denn möglich ist. Und im Sommer öfters, wenn wir jetzt eine nasse Witterung haben, eine späte Maisernte zum Beispiel, dann kann es auch mal sein, dass wir heute ackern und morgen dann drillen. Okay. Und, jetzt habe ich natürlich bei den Wünschen aus der Präsentation sehr genau hingehört, ans Gerät oder an die Geräte. Untersaateinrichtung ist ein Thema, kann man ganz offen sagen, sind wir dran an der Thematik. Jetzt mal direkt die Frage, haben Sie Erfahrung mit Untersaaten, was man etabliert, um möglichst schnell Boden zu bedecken, beziehungsweise was sich auch unter den Beständen dann noch entwickeln kann, damit es sinnvoll ist? Das ist tatsächlich ein Thema, was ich auch mit angesprochen hatte, weil wir uns damit jetzt vermehrt beschäftigen wollen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Und ein paar Versuche anlegen und ein bisschen was mit Klima ausprobieren zum Beispiel. Und dem optimalen Zeitpunkt der Untersaat im Mais. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man sie zu spät ausbringt, dann kann man es ja eigentlich auch lassen, dann wächst ja sowieso nichts mehr. Mhm. Und da fangen wir auch gerade erst an mit zu experimentieren und zu gucken, womit man, eigentlich brauchen wir eine Untersaat, die möglichst schnell den Boden bedeckt und nicht hochkommt und nicht aussamt. Also so ganz einfach wird es nicht werden, aber ich denke, ein paar Versuche machen und dann wird man da schon was Gutes finden. Dann noch eine allerletzte Frage an Sie, Herr Lampe, aus dem Publikum. Und zwar haben wir jetzt über Hackgeräte gesprochen. Jetzt ist hier die konkrete Frage, würden Sie einen Vorteil sehen aus einem Hackgerät, dass man im Front mit Kamera fahren kann und hinten dran nur einen Striegel mitzunehmen? Wäre das was, was für Sie einen Charme hat? Haben wir mal kurz drüber nachgedacht. Ich hätte ein wenig Sorge davor, dass die Lenkung des Schleppers vorne sitzt und die GPS-Steuerung. Und ich glaube, dass die Effekte sind ja nur kleine Lenkbewegungen, dass der Effekt dann vorne mehr in der Hacke auslösen würde als hinten, wo es noch über die starre Hinterachse läuft. Mhm. Und wir dadurch eigentlich hinten eine ruhigere Hacke haben, würde ich jetzt behaupten. Wir hatten aber nie eine Fronthacke, das ist eine reine Überlegung von uns, die uns dann doch dafür zu veranlasst hat, dass wir eine Heckhacke auf und keine Fronthacke. Weiterhin haben wir auch dazu noch, ganz kurz, Entschuldigung, ja, wir haben schon öfters erlebt, wenn das Wetter nass wird, dass wir hacken und die Hacke ist nun mal nicht so schlagkräftig wie der Stiegel im Getreide und dass wir dann danach noch mal striegeln müssen, weil doch ein paar Unkräuter wieder anwachsen, wir sind mit dem Striegel wieder rausziehen können. Somit sehen wir es auch so, dass manchmal auch der optimale Striegelzeitpunkt nicht übereinstimmt mit dem optimalen Hackzeitpunkt und dann, ja, das noch dazu. Ja, das ist ja oft so die Herausforderung bei Kombinationsarbeitsgängen, dass ich eigentlich für einen Arbeitsgang dann oft den Kompromiss machen muss, für den Striegel dann in dem Fall, dass ich da oft einfach mit dem Zeitfenster dazwischen das bessere Ergebnis erzielen kann. Ja, ich denke, man sieht sehr, sehr gut, das ist ein Thema, das hochinteressant ist, hochspannend ist, wo auch sehr, sehr viele Fragen immer wieder auf uns einprasseln. Von dem her an der Stelle nochmal einen herzlichen Dank an Sie, Herr Lampe, für die Bereitschaft, einmal uns einen Einblick zu gewähren in das, was Sie tun in Ihrem Unternehmen. Und auf der anderen Seite jetzt natürlich noch die Bereitschaft, mit mir live die Fragen unserer Zuschauer zu beantworten. Von der Stelle erst nochmal einen herzlichen Dank und natürlich weiterhin vernünftiges Wetter und vernünftige Bedingungen im Feld. Ja, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. War mal eine interessante Erfahrung und Ihnen noch alles Gute. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt einen kurzen Break sozusagen. Wir machen hier um 12 Uhr weiter mit dem nächsten Live-Talk, wo wir uns auseinandersetzen. Was ist denn das Antriebsmedium der Zukunft im Feld? Ist es der Diesel? Ist es vielleicht Elektrizität oder ist es ganz was anderes? Ich bin gespannt auf eine super interessante Diskussion
und freue mich bis dahin auf ein Wiedersehen.